Klärt das Wort für die Fraktion Die Linke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge, der Kollege Mayer hat es gesagt, hat uns hier im Bundestag ja schon öfter beschäftigt. Doch leider gibt es aus unserer Perspektive viel zu wenig Fortschritte. Bei der Anhörung zu den beiden Anträgen der Linken und der Grünen, die wir heute beraten, waren sich alle Sachverständigen einig, dass der Zugang zu medizinischer Versorgung dringend verbessert werden muss. Selbst die von der Union benannten, Herr Mayer. Und dieser Zugang ist eine gesellschaftliche Aufgabe, und darum kann das nicht gesetzlich Versicherten aufgelastet werden. Da waren wir uns einig. Aber was macht diese Große Koalition? Sie will jetzt 1,5 Milliarden Euro aus dem Gesundheitsfonds, also aus den Beitragsgeldern, nehmen. Angeblich für die Versorgung der Geflüchteten und nebenbei noch das Daten-GAUB-Projekt elektronische Gesundheitskarte sanieren. Dieses Geld ist aber von Versicherten bezahlt worden, also vom Verkäufer und von der Schreinerin. Das ist kein Steuergeld, über das Herr Schäuble nach eigenem Gutdünken verfügen könnte. Und Sie bedienen sich ja gleich zweimal aus den Beiträgen der Versicherten. Die Beiträge, die der Bund nämlich für Hartz-IV-Bezieher an die Krankenkassen abführt, die decken nicht die Kosten. Hier subventioniert auch wiederum die Schreinerin Schäubles schwarze Null. Und Ihnen geht es doch eigentlich nur darum, kurzfristig Defizite bei den Krankenkassen zu verhindern, damit im nächsten Wahljahr nicht unbedingt die Zusatzbeiträge explodieren. Selbst die Krankenkassen haben ja gesagt, schön, dass sie mehr Geld bekommen, aber für die Versorgung der Geflüchteten brauchen wir nur einen Bruchteil davon. Die nach wie vor unzureichende gesundheitliche Versorgung wollen Sie auch gar nicht beheben, das hat der Kollege gerade klargemacht. Nach wie vor haben Flüchtlinge in den ersten 15 Monaten nur Anspruch auf Behandlung bei akut lebensbedrohlichen Erkrankungen und Schmerzen sowie bei Schwangerschaft. Und wir sagen ganz klar, es verstößt gegen Menschenrechte, wenn chronische Erkrankungen nicht behandelt werden oder wenn es am Ermessen eines Sozialamtsmitarbeiters abhängt, der keine medizinische Ausbildung hat. Und außerdem, unbehandelte Erkrankungen können zu schweren Folgekrankheiten führen. Das wird dann doch noch teurer. Sie müssen sich jetzt mal entscheiden, möchten Sie es gern teuer und schlecht oder preiswert und gut? Und nur noch wenige Bundesländer lehnen eine Gesundheitskarte und den leichteren Zugang zur Gesundheitsversorgung aus ideologischen Gründen ab. Und in vielen Bundesländern, die eigentlich mehr tun wollen, da hakt es doch, weil es keine einheitliche Regelung gibt und weil die Kommunen Angst vor Mehrkosten haben. Und an dieser Stelle möchte ich mal die thüringische Landesregierung loben, denn die hat es erstmals in einem Flächenland geschafft, alle Kommunen von der Versorgung der Geflüchteten mit der Gesundheitskarte zu überzeugen und eine Rahmenvereinbarung mit den Krankenkassen abzuschließen. Dass sich das Ganze immer wieder verzögert und alle Beteiligten nerven lassen, und das liegt vor allem an der schlechten Gesetzeslage hier bei uns im Bund, und das wollen wir ändern. Die Linke fordert, die Beiträge für die Krankenversicherung von Asylsuchenden, die soll der Bund tragen. Und ich wette mit Ihnen, Herr Mayer, dann werden wir ganz schnell die Gesundheitskarte für alle Flüchtlinge flächendeckend haben, auch in Bayern und in Sachsen. Die Beschränkung des Leistungsumfangs, die beschneidet übrigens auch die Therapiefreiheit der Ärztinnen und Ärzte. Auch wenn Sie eine behandlungspflichtige Erkrankung diagnostizieren, kann das Sozialamt die Kostenübernahme verweigern. Das Medinetz, eine Organisation für medizinische Flüchtlingshilfe, das berichtet zum Beispiel über einen fünfjährigen Jungen, bei dem 9 Zähne gezogen oder behandelt werden mussten. Das Sozialamt verweigerte dem Kind dafür eine Narkose. Die zynische Begründung, dafür gäbe es keinen Anspruch und das müsse das Kind schon aushalten. Für solche Grausamkeiten gegenüber Kindern gibt es einfach keine Rechtfertigung. Die Linke sagt, auch diejenigen, die vor Krieg und Verfolgung zu uns geflüchtet sind, müssen alle notwendigen und sinnvollen Behandlungen erhalten. Und das ist nun mal der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Weniger bedeutet gesundheitliche Unterversorgung, und das nehmen wir nicht länger hin. Deshalb unterstützen Sie uns doch in den Bemühungen, eine gesundheitliche Versorgung für alle Menschen hier in Deutschland sicherzustellen, stimmen Sie für eine diskriminierungsfreie medizinische Versorgung für Geflüchtete und Asylsuchende und auch für den guten Antrag der Grünen zur Verbesserung der psychotherapeutischen und psychosozialen Versorgung von Asylsuchenden. Ich bedanke mich.
Heike Behrens erhält nun das Wort.